Video wird ein absolutes Testprojekt. Ich weiß auch nicht mal, ob ich mich wirklich trauen werde, das Ganze auch hochzuladen, aber here we go. Herzlich willkommen zu diesem Video. Hi, ich bin Julia und ich bin Buchbloggerin. Das heißt, hier auf YouTube, aber auch auf Instagram teile ich Buchempfehlungen und thematisiere alles rund ums Thema Lesen. Neben dem Lesen begleitet aber auch das Schreiben mich schon mein ganzes Leben lang. Als Kind war ich eine kleine Geschichtenerzählerin. Ich habe mit 11 Jahren dann angefangen, an meinen ersten Buchprojekten zu arbeiten. Und mittlerweile studiere ich den Masterstudiengang Theorien und Praktiken professionellen Schreibens an der Universität zu Köln. Das heißt, über all die Jahre habe ich auch nie mit dem Schreiben aufgehört. In der Zeit habe ich 7 Bücher geschrieben, obwohl die es mehr oder weniger verdient haben, Buch genannt zu werden, weil die Sachen, die ich jetzt so mit 13 zum Beispiel geschrieben habe, natürlich weniger komplex waren und sprachlich, stilistisch noch nicht so ausgefeilt. Aber es gehört zu meiner Entwicklung dazu und ich finde es irgendwie auch spannend, sich das so anzuschauen und dann zu sehen, ja, wie ich mich tatsächlich weiterentwickelt habe. Ich habe tatsächlich auch noch einiges hier, ich muss euch da mal kurz was von zeigen. Hier in einer Schublade verstaut. Das hier war das allererste Buch, was ich beendet habe. So ungefähr mit 14 dürfte das gewesen sein. Mein Papa hat es mir dann damals ausgedruckt und es hat mir die Welt bedeutet, tut es immer noch, weil wenn ich es mir jetzt anschaue, ist es zwar nichts, was ich heutzutage gerne lesen würde, aber es ist irgendwie so schön zu sehen, dass es damit alles angefangen hat und ich glaube, ihr merkt es, es ist einfach eine Thematik, die mir sehr, sehr nah am Herzen ist. Das Schreiben nimmt einen unfassbar großen Teil von mir, von meiner Persönlichkeit ein. Es ist daher aber auch sehr emotional und tatsächlich sehr persönlich und ein Thema, was man ein bisschen für sich behält, weil es eben so eine verletzliche Seite von einem selbst ist. Und das ist auch der Grund, warum ich es jetzt bisher auf den Accounts nur noch nicht so sehr ins Zentrum gerückt habe. Natürlich bin ich Buchbloggerin, ich möchte auch weiterhin ganz viel Buchempfehlungen teilen, aber ich hoffe, ja, auch mit diesem Video vielleicht so eine Zeit einleiten zu können, ja, wo ich ein bisschen mehr über das Schreiben auch auf meinen Account spreche. Damit geht für mich aber auch eine große Angst einher. Also es ist auf jeden Fall eine Überwindung, darüber zu sprechen, das zu teilen, weil es eben ein Part von mir ist, den ich eher verstecke oft, beschützen möchte und auch mein aktuelles Buchprojekt so mein Baby ist, was ich verteidigen möchte und was, ja, wo ich einfach Angst vor Reaktionen habe, weil es so nah an mir ist, weil es mir so viel bedeutet. Und deshalb hoffe ich, dass ihr das Ganze gut aufnehmt und ja, ihr da vielleicht auch ein bisschen Spaß dran habt, vielleicht weil ihr auch selbst schreibt und wir uns gegenseitig inspirieren und motivieren und austauschen können. Und ja, für mich ist dieses Video also ein sehr mutiger Schritt, aber einer, den ich bewusst gehen möchte. Fürs Erste habe ich mir überlegt, dass ich euch bei meinem heutigen Schreibtag etwas mitnehme, also vlogge und dann auch ein paar Fragen beantworte, die mir eben öfter zum Thema Schreiben, aber auch zu meinem Buchprojekt gestellt werden. Und ja, wenn das gut bei euch ankommt, also hinterlasst mir super gern Feedback und Rückmeldungen und so weiter, dann würde ich vielleicht mehr zu dieser Thematik auch mal hochladen, also beispielsweise ein Q&A oder Schreibchallenges oder einfach ein bisschen über einen längeren Zeitraum mal mit vloggen und so weiter. Also vielen Dank schon mal jetzt fürs Schauen, das bedeutet mir wirklich unfassbar viel und ich würde sagen, wir legen los. Beginnen wir mit dem Aufbau von meinem Schreibtisch. Für mich das Wichtigste ist mein Laptop, er ist mein Baby. Ich habe ihn schon seit mehr als 5 Jahren und wir haben so einiges durchgestanden. Aus diesem Grund habe ich mir dann dieses Datenspeichergerät geholt und speichere mittlerweile alles nochmal extra ab, was einigermaßen wichtig ist. Und dazu habe ich noch passend diesen Bildschirm, der dient einfach nur dazu, dass ich meine Augen etwas schonen kann und eben, ja, weil ich so viel am Schreibtisch arbeite, ja, einfach eine größere Bildschirmfläche habe. Außerdem eine Tastatur und eine Maus, ein paar Kalender habe ich auch noch. Natürlich Deko-Elemente, Lichtquellen, zum Beispiel auch dieses Herz, das kann leuchten und mein Mood- oder Vision Board.
Ich erstelle mir immer so eine Ästhetik von meinem aktuellen Schreibprojekt. Das hier ist jetzt aber mein letztes Schreibprojekt, was ich auch beendet habe. Ich habe mein aktuelles Schreibprojekt noch nicht neu aufgehangen, weil alle Bilder dazu ziemlich spoilerhaft sind und auch die Farben, die ich dafür im Kopf habe, nicht so gut in mein Zimmer passen und ich das so eigentlich auch jetzt ganz, ganz schön finde. Außerdem wahrscheinlich noch interessant für euch ist mein Writing Journal. Das kann ich euch jetzt gar nicht mal so im Detail zeigen, weil es eben sehr persönlich ist. Ich behandle das wie ein Tagebuch und schreibe da eben rein, ja, welches Datum wir haben und wie das Schreiben lief und wie viele Worte ich geschrieben habe und so weiter. Aber ich mache auch ein paar andere Dinge, die ich euch zeigen kann damit. Auf dieser Seite tracke ich beispielsweise die Anzahl der Worte, die ich bislang geschrieben habe. Ich sammle aber auch Tipps aus Workshops und YouTube-Videos und so weiter. Seit einigen Jahren nutze ich als Schreibprogramm Papyrus Autor. Das ist kostenpflichtig und ich würde auch sagen, es ist definitiv kein Muss, sich irgendwie ein fancy Schreibprogramm zu holen. Ich habe selbst damals mit Word angefangen und das war auch vollkommen in Ordnung. Ich finde jetzt ein paar Funktionen hier echt, echt cool bei Papyrus. Da könnte ich aber auch nochmal ein ganzes anderes Video mitfüllen, um das alles zu erklären. Zu meinem aktuellen Schreibprojekt kann ich natürlich noch nicht allzu viel verraten, aber ich dachte, ich streue ein paar Infos schon mal ein, angefangen mit einem Codenamen, denn wir nennen es ab jetzt Projekt M. Wofür das steht, verrate ich natürlich noch nicht, aber ich kann schon sagen, dass es sich bei dem Genre um Romantic Fantasy handelt. Das heißt, Fantasy mit einer sehr, sehr starken Love Story im Vordergrund. Bei der Zielgruppe hätte ich es eher auf New Adult ausgerichtet, aber ich denke, es ist auch für jüngere LeserInnen zu lesen. Ein Großteil der Geschichte ist bereits geschrieben. Es sind ungefähr 78.000 Wörter und ich ziehe jetzt auf insgesamt 120.000 Wörter ab. Also ich versuche in der Range zu bleiben. Mal schauen, wie es klappt. Ich tendiere dazu, immer mehr zu schreiben, aber ich muss mich mal ein bisschen zurückhalten und beim Überarbeiten kann ich ja dann auch noch einiges kürzen oder dazu schreiben, je nachdem, wie es passt. Aktuell schreibe ich eigentlich nur dran und überarbeite noch nicht so sehr, wobei mein Prozess grundsätzlich schon so aussieht, dass ich eigentlich vor jedem Schreiben immer mal lese, was die Szene davor war, um einfach wieder reinzukommen, aber auch schon so ein bisschen zu überarbeiten. Ich weiß, grundsätzlich wird davon abgeraten, weil viele eben sagen, dass da sehr viel Zeit reinfließen kann, dass man sich da verstricken kann und dann gar nicht zum Neuen schreiben kommt. Und man kann ja auch ganz am Ende überarbeiten. Und ich kann das voll gut nachvollziehen, aber an sich habe ich ja keinen Zeitstress. Ich habe ja keine Deadline, weshalb ich mich irgendwie beeilen muss oder so. Und deshalb funktioniert das für mich ganz gut. Und ich glaube, dadurch sorge ich dafür, dass meine Übergänge vielleicht auch ganz flüssig sind. Mal schauen. Und ja, ich habe ja schon vorhin angedeutet, dass ich eigentlich mit jedem meiner Schreibprojekte irgendwie gewachsen bin, in meinem Schreiben Dinge für mich gelernt habe, aber auch fürs Plotten oder Sachen, worauf ich achten möchte in Zukunft. Und so war das jetzt auch bei diesem Projekt, dass ich wirklich daran gewachsen bin. Und das liegt vor allem daran, dass ich mir sehr lange Zeit nicht zugetraut habe, dieses Projekt zu schreiben, weil ich die Geschichte so wichtig und erzählenswert fand. Ich dachte, wenn ich sie gut erzähle, also mit dem richtigen Handwerkszeug zum Schreiben quasi, dann kann es so eine emotionale und tiefgründige und fesselnde Geschichte sein. Aber ich hatte eben großen Respekt davor, dass du nicht umsetzen zu können. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das Ganze erzählen möchte und habe mich jetzt für verschiedene Perspektiven und mehrere Handlungsstränge entschieden. Und es war eine Herausforderung, aber ich habe sie gemeistert, zumindest bis jetzt. Ich hoffe, ich kann es auch noch gut auserzählen. Und manchmal blicke ich jetzt auf Textstellen zurück und denke mir so, das ist echt nicht schlecht. Krass, das habe ich geschrieben irgendwie. Und das ist immer ein total toller Moment. Im Endeffekt hoffe ich natürlich, dass es genauso bei LeserInnen ankommt und auch zum Beispiel bei meinen Testlesenden. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht so gut einschätzen. Aber ich hoffe, dass ich auf einem ganz guten Weg bin. Thank you.
möchte ganz kurz einmal eine Thematik ansprechen, die mir irgendwie am Herzen liegt. Es ist nämlich die Frage, die mir mit am meisten gestellt wird, wenn ich irgendwo thematisiere, dass ich schreibe. Und zwar die Frage danach, ob ich denn veröffentlichen möchte. Das ist natürlich super naheliegend. Für mich ist es aber immer eine Herausforderung, meine Gedanken zu der Frage eben irgendwie nahe zu bringen. Ich fange vielleicht mal so an, dass ich erkläre, ja, ich schreibe unfassbar gerne für mich selbst, einfach weil es mich ansonsten hemmen würde, darüber nachzudenken, was eine potenzielle Zielgruppe über mein Schreiben denken könnte. Also in dem Sinne, dass mit einer Zielgruppe natürlich auch Erwartungen einhergehen und mögliche Kritikpunkte. Und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, dann würde ich nicht mehr schreiben können. Und deshalb finde ich es ganz gut, gerade nur das zu schreiben, was ich gerne lesen möchte und das zu schreiben, was ich erzählen möchte. Und das finde ich eigentlich ganz gut. So. Auf der anderen Seite habe ich schon mit 11 Jahren geträumt, Deutschlands jüngste Autorin zu werden. Und es ist meine größte Wunschvorstellung, irgendwann mal meine eigenen Geschichten in der Buchhandlung zu entdecken und Leserinnen zu haben, die ja meine Charaktere mögen, sich in meine Welten verliebt haben und ja meine Worte zu schätzen wissen. Das ist das Allertollste, was ich mir vorstellen könnte. Damit geht aber natürlich auch eine große Angst einher, weil es immer Kritik geben wird und ich einfach aktuell nicht wüsste, ob ich damit gut umgehen könnte und ob ich grundsätzlich so an einem Punkt in meinem Leben bin, an dem ich sage, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, an dem ich diesen Schritt wagen möchte. Es ist einfach, ja, der Overthinker in mir, der mich da so ein bisschen hemmt, überhaupt so eine Aussage zu treffen, wie ich möchte veröffentlichen in der nächsten Zeit. Vor allem auch, weil das alles ja rein hypothetisch ist, also selbst wenn ich das jetzt alles fertig schreibe und überarbeite und es gut ist, dann können ja noch so viele Dinge passieren, die schief gehen, wodurch es dann nicht klappt und so weiter. Deshalb möchte ich so eine Aussage gar nicht erst treffen. Aber wenn ich jetzt mal so ganz rein hypothetisch spreche, dann kann ich sagen, dass ich natürlich irgendwann super gerne veröffentlichen würde und auch diese Geschichte, die ich gerade schreibe, weil ich habe das Gefühl, sie ist es wert, erzählt und gelesen zu werden. Klar, die Angst ist immer da, aber ich sehe das auch so ein bisschen wie mit anderen Dingen in meinem Leben, wo ich gezögert habe. Beispielsweise bei YouTube war es genauso, dass ich mir eingeredet habe, dass ich das gar nicht schaffen würde, also zeitlich nicht, aber auch, dass meine Qualität wahrscheinlich nicht gut genug sein würde. Und jetzt schauen wir uns hier an. Ein Jahr später und ganz viele Videos mehr und ich liebe YouTube, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen, als zu euch in eine Kamera zu sprechen und ja, ich denke, manchmal muss man einfach Dinge wagen, auch wenn sie einem Angst machen. Und ich glaube, mit dem Schreiben und Veröffentlichen könnte es auch so etwas sein, aber ich möchte mich da einfach nicht so ganz festlegen. Ich habe ein wenig die Zeit vergessen und richtig viel geschrieben. Es hat so gut getan, weil ich auch jetzt ein paar Wochen nicht so viel zum Schreiben gekommen bin, gerade weil ich Prüfungen hatte und im Urlaub war und deshalb ist es mir auch ein bisschen schwieriger gefallen, am Anfang reinzukommen, auch gerade mit dem Vloggen, weil das Vloggen mir schon ein bisschen Zeit genommen hat, weil ich 50 Winkel erstmal finden musste und natürlich auch irgendwo mich beobachtet gefühlt habe. Aber nach so einer kleinen Eingewöhnungsphase hat es dann noch ganz gut geklappt und ich habe einiges geschafft. Ich habe erstmal mich darauf konzentriert, mich wieder in die Szene reinzuarbeiten, mich wieder in die Gefühle reinzuversetzen und da ich gerade eine Szene schreibe, wo ganz viele Fragen geklärt werden von meiner Protagonistin. Also es ist ein Dialog, also eine Gesprächssituation, in der viele Fragen geklärt werden, wo es immer hin und her geht. Aber ich möchte eben auch, dass die Bindung der beiden Charaktere deutlich wird. Also wie viel sie teilen, wie viel sie schon miteinander erlebt haben und dass eben eine gewisse Vertrauensbasis mittlerweile da ist, auch wenn ein paar klärende Gesprächsthemen jetzt fallen müssen. Ja, und dafür musste ich jetzt erstmal alle Themen, die ich auf jeden Fall in diesem Dialog ansprechen möchte, aufschreiben,
in eine Reihenfolge bringen. Und ich habe auch schon ein paar Gesprächsfetzen an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich ausgeschrieben. Aber das war dann alles erst so Vorbereitung für das tatsächliche Schreiben. Ich habe dann überlegt, ob ich es dabei jetzt fürs Erste belasse. Habe dann aber doch nochmal diese kreative Energie verspürt und bin dann an den tatsächlichen Text gegangen, also ans Ende. Und habe noch einige Zeilen getippt. Außerdem habe ich ja, wie gesagt, ein bisschen vorarbeitet für die Szene. Also ja, es lief ganz gut, könnte man sagen. Wenn man schreibende Leute online verfolgt, wird man schnell feststellen, dass sehr viel in Wortzahlen gerechnet wird. Und das mache ich auch. Also ich schreibe mir auch immer auf, wie viele Wörter ich geschrieben habe. Ich habe aber für mich gelernt, dass ich mich da auf gar keinen Fall vergleichen sollte. Vor allem nicht mit Autorinnen, die das Ganze Vollzeit ausüben können. Wenn ich manchmal nur eine Stunde am Tag Zeit habe und mich dann wundere, warum alle so viele Wörter schaffen und ich eben nicht. Es ist aber auch sehr wichtig, dabei nicht zu vergessen, dass jeder einen anderen Schreibprozess hat. Das heißt, manche schreiben vielleicht super, super schnell, aber dann auch absichtlich mit mehr Lücken, weil sie sagen, ach, ich komme da lieber später nochmal drauf zurück und mach's dann perfekt. Andere setzen ihre Worte lieber so total gewählt und überlegen 10.000 Jahre über ein einziges Wort und die Satzstellung nach und kommen dadurch nicht so schnell voran. Ich würde sagen, ich befinde mich so ungefähr in der Mitte. Ich bin nicht super schnell, aber auch nicht super langsam. Aber ich bin dann doch manchmal auch überrascht, dass es nicht so viele Worte geworden sind, wie andere zu schaffen scheinen. Aber ich denke, es ist vollkommen in Ordnung, gerade wenn man keinen Zeitdruck hat, sich da die Zeit zu nehmen und in seinem Tempo zu schreiben und sich da nicht an irgendwelchen Zahlen festzuhalten und seinen Wert von Zahlen abhängig zu machen. Das ist nie gut. Ich habe insgesamt ungefähr 900 Worte geschrieben und ich habe ja gerade eben schon was zum Thema Wörterzahlen gesagt. Ich finde, 900 Wörter klingt nicht allzu viel im Vergleich zu denen, die irgendwie 4000 am Tag schaffen. Aber ich meine, ich war jetzt auch mit Filmen ein bisschen beschäftigt und im Endeffekt bleiben ja dann doch nur so ein, zwei Stunden zum Schreiben und dann finde ich das völlig in Ordnung, wenn man denn mit den 900 Worten zufrieden ist. Und selbst wenn man nicht zufrieden ist, dann kann man sie immer noch überarbeiten. Wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Zeitdruck für mich und ich will das einfach genießen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Schauen. Schreibt mir mal super gerne in die Kommentare, ob es euch vielleicht für ein nächstes Video dieser Art interessieren würde, wenn ich mal ein paar Schreibratgeber, die ich bereits gelesen habe, vorstellen würde und auch sage, was so für Fortgeschrittene und Einsteiger empfehlenswert ist und so allgemein darüber spreche, ja, was ich da empfehlen kann und was ich daraus mitgenommen habe. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Ich kann gerade gar nicht einschätzen, ob das irgendwie Struktur hatte oder etwas durcheinander war. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, euch ein bisschen Einblicke in meinen Schreibprozess zu geben und über den Tag mitzunehmen. Gebt mir super gerne Feedback, wie es euch gefallen hat und schreibt auch gerne, ob ihr denn selbst schreibt oder Ambitionen habt zu schreiben und so weiter. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Come and fly away.